Good morning, Pilot. Mehr geht hier nicht im Kanal. Aber das ist ja das, was eben den Kanal so unberechenbar macht. Ne? Weil wir vorher nicht wissen, wie viel Zeit wir verlieren hier. Rauma an der finnischen Ostküste. Für die Vera Rambo der letzte Ostseehafen. Es ist 3 Uhr morgens. Kapitän Jürgen Ramke ist zurück auf der Brücke. Der nächste Hafen ist Bremerhaven. Davor liegt der Nordostseekanal. Wir brauchen hier auch noch eine Stunde raus, bis wir hier gedreht haben und alles. Wir müssen hier umdrehen hier. Das dauert. Ne? Dann fahren wir schon mal schön gemütlich raus. Haben wir wieder ein paar Minuten im Sack. Tasse Kaffee. Ja, dann sind wir 18 Uhr abends in Brunsbüttel. 10 bis 11 Stunden später. Ich kalkuliere jetzt schon mit 12 Stunden. Ja. 12 Stunden für den Nordostseekanal. Die Fahrt bis Kiel ist berechenbar. Dann kommt der Kanal. Hi. Überhormenta. Der finnische Lotse ist an Bord. Dann mal ablegen. 9,2. Kotka, Helsinki, Rauma. 3 Tage Finnland. Und zurück. Turku Radio gibt Windwarnung. Ein Sturmtief aus Westen. Es trifft morgen auf die Vera Rambo. Nur ein bisschen holperiger Weg. An den beiden Arbeitsschiffen vorbei, die Fahrrinne vertiefen für noch größere Schiffe. Danach hat der Lotse nichts mehr zu tun. Okay, Captain. Ja, okay. Auf Wiedersehen. Ja, und tschüss. Die Wache an der Jakobsleiter hat einer von 3 Auszubildenden auf der Vera Rambo. Benedikt Czehak. Hallo. Okay. Wenn jetzt Sturm wäre, das wäre aufregend. Da müsste ja der Steuermann vom Lotsenboot aufpassen wegen der Wellen und dann geht das die ganze Zeit hoch und runter. Die Vera Rambo von der Rambo-Reederei ist ein Fiederschiff, ein Containerzubringer für die Ostseehäfen. Sie fährt für den Liniendienst Unifieder. Um die 5 Häfen in einer Woche. Jetzt sind also wieder die Deutschen dran. Kiel, Bremerhaven, Hamburg, ausgehend Brunsbüttel. Die wollen alle Crewlisten haben. Also wir werden nirgends so kontrolliert wie in Deutschland. Die Stockholm-Fähre in Sicht. Das heißt, ein Viertel der Strecke geschafft. Wie sagte mein früherer Kapitän immer, so ungefähr sind wir jetzt hier. See you later, Alligator. See you. Der erste Offizier übernimmt auf der Brücke. Auf der Vera Rambo fahren 4 Ukrainer, 5 Philippiner und tatsächlich 5 Deutsche. Die Reederei Rambo ist eine Ausnahme. Deutsche Seeleute sind inzwischen zu teuer. Nicht die Auszubildenden, aber Kapitän und der Maschinist. Die zweite Spitze an Bord. Chicken mit Reis. Ein bisschen Garlic-Geschmack. 2 von gerade mal 6.000 deutschen Seeleuten. Als Dessert ein Spaziergang. Nicht so schnell, alter Mann. Am Rettungsboot der angehende Schiffsmechaniker Benedikt Czehak. Ein Azubi im 3. Lehrjahr ist kostengünstiger als ein Matrose, kann aber schon das meiste. Zum Beispiel den Überfallhaken wieder gängig machen. Muss er hier mit dem Finger anheben können und dann mal so wieder runterfallen. Das brauche ich keinen Überfallhaken, wenn er nicht von alleine fällt. Hat er euch dann auch gesagt, dass ihr die Klappen kontrollieren sollt vom Beiboot? Eigentlich kommt die Order vom Bootsmann, dem Chef der Mannschaft. Geht auch nur im Hafen. Benedikt Czehak war der Einzige in seinem Jahrgang, der nach dem Abitur eine Lehre begonnen hat. Eine Topfbürste zum Matrosen.
Wenn die abgeschlossen ist, muss er sich entscheiden. Auf See oder an Land weitermachen. Ich denke, was für mich persönlich der wichtigste Grund war, war, dass ich auf der Suche nach einem anderen Leben bin, als immer nur jeden Tag 8 Stunden zu arbeiten und dann zu seiner Arbeit hinzufahren und da immer nur 8 Stunden lang dem Trott nachzugehen, wieder nach Hause zu fahren, in meinem langweiligen Haus zu sitzen, Fernsehen, Bier, einschlafen und wieder zu arbeiten. Auf dem Vorschiff gäbe es noch was zu tun, aber da wird es langsam feucht. Dann eben auf der Brücke, beim dritten Offizier. Ein guter Lehrling sucht sich die Arbeit. Sturmtief Sebastian ist da. Noch eine Nacht bis Kiel. In Niendorf an der Ostsee, am nächsten Morgen. Von den rund 300 Lotsen für den Nordostseekanal wohnt kaum einer am Kanal. Von Niendorf sind es 75 Kilometer. So, Rudi, du kannst ja schon mal los in die Schule. Bis heute Abend. Ich bin Nils heute Abend Essig ist Kanallotse für die Osthälfte. Papa. Tschüss, Henny, bis heute Abend. Tschüss, Nils. Tschüss. Ich melde mich, wenn ich was weiß, ne? War vorsichtig. Ja, bis dann. Eine Stunde bis Kiel, ohne Stau. Das ist eher ungewöhnlich, dass es morgens gleichzeitig mit der Familie ist. Das kommt vielleicht einmal im Monat vor. Lotsen fangen morgens, mittags oder nachts an. Aber als Kapitän würde Essig seine Familie gar nicht sehen. 3 Jahre Lehre, 3 Jahre Studium, dann Fahrzeit bis zum Kapitän, dann 3 Jahre Kapitän und jetzt seit gut sechs Jahren Lotse in Kiel. Nach 30 Stunden Pause jetzt der nächste Turn. Das ging schnell. Es muss nicht bei 17 Uhr bleiben. Es kann auch ein kurzer Einsatz werden. Dann bin ich in 4-5 Stunden fertig. Es kann aber auch ein ganz langer Einsatz werden. Dann kann es auch heute Abend um 8 oder 8:30 werden. Nils Essig hat schon mal geguckt, welche Schiffe kommen. Wenn es ein Rambo-Schiff wird, Rambo ist eine deutsche Reederei, eine der wenigen Reedereien, wo man noch auf deutsche Kapitäne trifft. Das ist immer eine sichere Bank. Das ist eine gute Geschichte. Schleusenstraße, Kiel-Holtenau. Essig, guten Morgen, Frau Roth. Jetzt im Süden. Ja, einmal Vera Rambo auf Rede. Das Boot haben Sie schon bestellt. Alles klar, bis gleich. Also die Vera. Essigs Fahrtgebiet ist die Oststrecke, die ersten gut 40 von knapp 100 Kanalkilometern. Auf große Schiffe steigen die Lotsen schon auf der Förde zu. Vor 10 Jahren wurde die Vera Rambo in Hamburg gebaut. 168 Meter lang, Platz für rund 1400 Containereinheiten. Good morning, pilot. Port side in the lock. Sie ist eins von jährlich 30.000 Schiffen im Kanal. Und ihr Kapitän hat den Lotsen schon erwartet. Der Schleuse ist grün, wir könnten so einfahren. Morning, Chief. Guten Morgen, Kapitän. Wegen Sturmtief Sebastian ist Jürgen Ramke erst spät ins Bett gekommen. Und wegen Sebastian verzögert sich jetzt die Einfahrt in die Schleuse. Das Ende von den Steinen und den Sand, das ist normalerweise alles unter Wasser. Durch den starken Wind gestern, sagen wir, fehlt ein guter Meter Wasser. 1,10 m, 1,20 m unterhalb des normalen Wasserstandes. Deshalb wird das Schleusen heute auch hier etwas länger dauern. Drin mit 15 Minuten Verzögerung. Das Maximale, was durch ein NOK geht, ist 235 Meter in der Länge.
32,50 in der Breite. Davon ist Vera Rambo ja noch ein Stück entfernt. Aber Vera Rambo gehört schon zu den größeren Schiffen. Das ist ein bisschen anders. Wir sind absolutes Maximum. Wenn wir voll beladen sind, kommen wir mit Sondergenehmigung. Sonst dürfen wir hier nicht mehr durch. Was den Tiefgang angeht, ja. Vom Tiefgang her. Was Länge und Breite angeht, ist noch lose. Ja, aber und für das Schiff so gebaut, dass mehr geht hier nicht im Kanal. Weil sie nicht so lang ist, ist die Vera Rambo nur Verkehrsgruppe 5 von 6 möglichen. Moin. Im NOK. Moin. Moin, Herr Lambrecht. Mit den beiden Steuerern ist die Kanalschiffsführung komplett. Und ab 8.30 Uhr läuft für den Kapitän die Zeit. 9 oder 10 oder 12 Stunden NOK. Ich muss erstmal die Schleuse raus hier. Das erstmal letzte eigene Manöver, die Schleusenausfahrt. Im Kanal steuern die Steuerer. Ja, super, vielen Dank. Der Lotse sagt den Kurs an. Mit 9,20 Meter Tiefgang käme die Vera Rambo schnell an die Grenzen des Kanals, gerade auf der engen Oststrecke. Sie ist deshalb ein Langsamläufer, höchstens 12 Stundenkilometer. Sven Krieg hat das gleiche Ziel wie die Vera Rambo, die Schleuse Buhnsbüttel. Jeden Tag 80 Kilometer Anfahrt zur Arbeit im Sportwagen. Aber viel schneller als die Schiffe mit maximaler Kanalgeschwindigkeit. 15. So langsam kann ich eigentlich gar nicht fahren, außer beim Anfahren. Auch Sven Krieg hat seinen Beruf auf See gelernt und ist als Kapitän gefahren. Sehr schön waren natürlich die ganzen Fahrzeiten auf See, die Überfahrten Pazifik, Atlantik. Nicht so schön ist, dass man so lange von zu Hause weg war. Also an Land geblieben, schon vor mehr als 20 Jahren, aber nicht als Kanallotse. Ja, das mit den Lotsen, das ist immer so eine Geschichte. Sie verdienen sehr gutes Geld, haben aber auch ziemlich harte Arbeitszeiten. Und jetzt habe ich einen geregelten Dienst, weiß, wann ich nach Hause komme, habe etwas weniger Geld. Ich kann mich gut drauf einrichten. Der Dienstherr ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die Kanalbehörde in Brunsbüttel, die den Schiffsverkehr für den ganzen NOK regelt. Das ist Kriegsaufgabe. Er ist Nautiker, Planer für Schiffsbegegnungen. Und heute ist der Tag nach Sturmtief Sebastian. Man kann mit ein paar Schiffen mehr rechnen, die aus Sicherheitsgründen die sichere Passage nehmen. Aber außergewöhnlich hohen Schiffsverkehr ist nicht zu erwarten. Die Vera Rambo auf der Oststrecke, Höhe Schwartenbeck. Im Kanal ist das Schiff für alle besser erreichbar, für den Reeder und für den Charterer, Unifieder. Ich komme klar, hoffe ich zumindest. Zur Ruhe kommt Ramke erstmal nicht. Weil das ein normales Telefonnetz ist, also GSM-Netz. Und das funktioniert auf See nicht. Das müssen wir jetzt erstmal im Kanal hier abarbeiten, eben schnell. Und dann sehen wir weiter. Third? Bring this question from Unifeeder to the chief mate. Die Oststrecke ist eng. Nur 102 Meter breit, wie 1914. Und Sie müssen ja unbedingt die Mitte halten im Kanal, sonst kriegen Sie einen Bank-Effekt, dass sich das Schiff ansaugt und dann schießt er quer. Und wenn der zu groß wird, dann halten Sie das Schiff nicht mehr. Dann geht er grasen, das heißt in die Böschung. Alles gut. Herr Lambeck, gute Ruhe, bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gut zurück. Der eine von zwei Steuerern legt sich in die Steuerer- oder Lotsenkammer. Die Steuerer wechseln sich alle paar Stunden ab, weil sie anders als die Lotsen die ganze Strecke fahren, hin und zurück. Das sind schnell 20 Stunden. Da kriegt man auch Urlaub als Steuerer? Wenn man ratig ist, ja. Also sonst nicht? Sonst nicht. Warum war ich Kanalsteuerer? Weil ich Familie habe und eine kleine Tochter bekommen habe. Bin ich zu den Kanalsteuerern gewechselt. Und als die Wasserschule kam, bin ich wieder losgefahren.
Ich dachte, das ist Urlaub hier. Fast 12 Jahre war Ramke Steuerer. Wir haben das ja als Hobby angesehen hierfür. 1703 mit dem Sammelanruf um 9.50 Uhr. Die Verkehrslage ostwärts, Gruppe 6, Schellenbreit, über 21. Der Sammelanruf, das heißt zuhören. Alle halbe Stunde die verbindliche Information, wo welche Schiffe fahren und auf welche Begegnungen man sich einstellen muss. Die Verkehrslage westwärts, Gruppe 5, Vera Rambo, über 17.920 Meter, passiert jetzt Groß-Nordsee. Bekommt nach Königswörde 7-mal im Kanalabstand, letzter Gruppe 3. 7-mal, 7 Entgegenkommer für die Vera Rambo. In Brunsbüttel werden die Begegnungen geplant, die Lenkungszentrale zwischen den Schleusenkammern. 3, Schlepper Wolf, jetzt einlaufend Audorf. Ende der Durchsage. Die Aufsicht hat Sven Krieg. Er ist der Begegnungsplaner. Heute mit Auszubildender Christine Dietz. Für die Planer ist der NOK eine Wegzeitachse. Links Kiel, rechts Brunsbüttel. Dazwischen für jedes Schiff eine Linie. Wenn die Linie diagonal verläuft, fährt das Schiff, bis es in der Weiche warten muss. Die Weichen, das sind die Kanalabschnitte, die breiter sind als die sogenannten Streckenabschnitte. Das heißt, dort können sich alle Schiffe aller Größen begegnen. Auf der Grafik sind die Weichen grüne Balken. Die Diagonale der Vera Rambo kommt gerade in einer Weiche an. Als nächsten Schritt habe ich Vera Rambo einfach schon in Königsförde liegen. Und der ganze Konvoi, der vom Westen kommt, kann dort durchfahren, muss nicht abbremsen und hat es dementsprechend leichter, vom breiten ins schmale Profil zu kommen. Das Wegzeitachse-Prinzip gibt es so lange wie den Kanal, seit 1896. Für die Vera Rambo fällt jetzt der Weg weg. Aus der Diagonalen wird dann eine Senkrechte. Da haben wir eine gute Stunde eingeplant, weil dort 7 Fahrzeuge gegen ankommen. Und das, Königsförde, ist die kleinste Weiche, die wir auf der Oststrecke haben. Aber es lässt sich nicht anders machen. Das Signal auf Rot, die Vera Rambo fährt rechts ran. Weiche Königsförde. Ja, dann bitte mit dem Heck noch am Weichenhaus vorbei, denn ja, da kommen ein paar größere. Der erste ist gleich ein 6er Tanker mit Begleitschlepper. Auch hier. Dass der nachher Chance hat, hier sich vernünftig einzufedern. Auf der Ostsee hat Ramke trotz Sturm keine Zeit verloren. Jetzt gleich eine Stunde. Also würde ich mir jetzt einen Stuhl hierher holen bei so einer Zeit. Wenn nicht sogar eineinhalb. Die Passage fängt ja gut an. Und dann zieht der Chef uns dann nachher noch als Urlaub ab hier. Warten in der Weiche. Dafür muss der Kapitän ans Ruder. Mit Bug und Heckstrahl die exakte Position halten. Jetzt müssen wir eine Stunde lang hier hin und her drehen. Ja. Aber das ist immer so. Zum Glück hat der Sturm nachgelassen. Aber vor dem sind manche auch in den Kanal geflüchtet. Die Entgegenkommer, da sind sie. Gruppe 4 Golfstraum. Gruppe 4 Smeraldo, Gruppe 6 The Schelle Patriot und als letztes der Schlepper Wahl. Diese ganzen Schiffe laufen jetzt ostwärts auf die Weiche Königsförde. Dort liegt die Vera Rambo, Verkehrsgruppe 5, Langsamläufer. Das ist ja immer ein Ermessensspielraum. Wir haben ja einen ordentlichen Ermessensspielraum. Aber ich persönlich würde sagen, spätestens nach anderthalb Stunden Wartezeit muss er mal weiterkommen, damit er auch eine vernünftige Passage hat. Aber da gibt es keine Obergrenze. Ja, du warst jetzt mehrere übereinander, da war jetzt noch jemand. Außer der. So. Das war der erste von 7. Der rote da vorne, das Nummer 2. Aber 10 Minuten müssen wir noch warten, bis das weitergeht. Konzentriertes Stehenbleiben. Ausgerechnet in Königsförde. Nur 30 Kilometer nördlich wohnt der Kapitän mit seiner Frau. Natürlich wartet die, dass ich wieder nach Hause komme. Wir machen Anfang des Jahres immer einen Plan für 3 Kapitäne, wer wann nach Hause geht. Und da wird sich ziemlich dran gehalten. Das dreht sich dann um plus minus 2 Tage, 2-3 Tage. Und dann kommt man nach Hause und dann kommt die lange Arbeitsliste. Von der Frau,
alles, was sie selber nicht machen kann, die wird dann aufgelistet und die arbeite ich dann im Urlaub ab. Ne? Wobei meine Frau vieles, vieles selber macht. Ina Ramke mag alte Möbel. Finden und reparieren. Das mache ich selber. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also wie gesagt, weil das was ist, das macht mir Spaß. Jürgen Ramke arbeitet die Liste ab, nach Dringlichkeit und Jahreszeit. 4 Monate im Jahr ist er zu Hause. An Bord ist es ja immer so, die Arbeit muss ja auch gemacht werden. Aber da habe ich ja Personal. So was kann ich dann delegieren. Die Ramkes wohnen in Holzdorf auf der Halbinsel Schwansen, eine Endmoränenlandschaft. Moin. Ackerbau und Gutshöfe. Die beiden sind in die Gegend gezogen, als Jürgen wieder zur See fuhr. Das Haus zur Straße stand zum Verkauf. Ina Ramke betreibt es als Ferienhaus. Die Ramkes selbst wohnen in der Baracke dahinter. Ja, das meiste haben wir ja inzwischen abgearbeitet. Nee. Gut, Rasenmäher fertig, kann ich ja noch nicht durchstreichen. Nee, noch nicht ganz. Ist noch nicht fertig. Nee, aber heute Abend darfst du ihn wegstreichen. Hochbeet weg, haben wir gesagt, lassen wir. Die Baracke war nicht bewohnbar. 2 Jahre hat Ina Ramke saniert, repariert, eingerichtet. Seitdem veranstaltet sie regelmäßig ihren Möbel- und Dekormarkt in der Ferienwohnung, wenn die Gäste weg sind. Das wird so nix. Ja, durch den Metallkasten da. Oder genau. Ja, hättest du die große Leiter holen sollen. Möglichst gleichmäßig dann. Auch das noch. Als die Liebe jung war, hat Jürgen mit allen Tricks gearbeitet, damit er Ina treffen konnte, wenn er an Land war. Ich war ja nach Flensburg gefahren, über Rendsburg zurückgefahren. Ja, und deiner Mutter hast du Und meiner Mutter habe ich erzählt, ich muss Ersatzteile mit an Bord nehmen. Hier ist das stolze Ersatzteil. Funktioniert immer noch. Bringt nur Qualität mit. Die Möbel für den Markt. Diese Bank hat mein Mann gebaut. Denn wenn ich zu ihm sage, kannst du mal eben kurz. Bau mal, ich habe ein Bild hier und dann geht es los. Als die Tochter zur Welt kam, ist Jürgen Ramke als Steurer an Land geblieben. Ich war schon immer stolz auf ihn und auch auf das, was wir so gemeinsam geschafft und erarbeitet haben im Laufe der Jahre. Da hat sie einen großen Anteil dran. Sie hat mich zur Vernunft getrieben. Winterzauber hat Ina Ramke ihren Markt genannt. Wenn es soweit ist, wird Jürgen wieder auf See sein. Der letzte von 7 Entgegenkommern. 1 Stunde 10 Minuten hat die Vera Rambo verloren. Herr Kopp, geht weiter. Weiter, Ruder habe ich hier, danke. Maschine kommt. Maschine kommt. Große Kanalfahrt. So. Das Signal ist noch auf Rot und die Vera Rambo fährt schon. Ja, der geht gleich weg. Der zählt nur für Einheimische. Da! Erfolg. Jetzt ist er auf Grün. Alles ist so gelaufen, wie von der Lenkung vorhergesagt. Die Nautiker auf der Brücke haben per Sammelanruf informiert. Sven Krieg hat mit der Auszubildenden geplant. Die Ampeln auf der Grafik müssen noch umspringen, als Wurzelzeichen. Das war jetzt auch nicht so ganz. Jetzt geht's weiter. Ja, gut geplant. Es gibt aber auch keine Alternativen dazu. Also. Bislang eine mäßige Passage für die Vera Rambo. Nach gerade mal einem guten Drittel NOK. Also das sind jetzt hier die Entgegenkommer für die Vera Rambo. Auf der Weststrecke Gruppe 4 Ems Highway, danach Gruppe 3 Rix Kristall, Gruppe 4 Estemar. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Wir können den Schiffszulauf ja nicht so steuern. Also er muss noch mit weiteren Verzögerungen rechnen. Kein Schiff wird bevorzugt. Die Nautiker in der Lenkung sind unbestechlich. Und hellwach. Ohne Kaffee geht in der Lenkung gar nichts. Hier ist
Kikanal 3 mit dem Sammelanruf um 12.20 Uhr. Die Verkehrslage ostwärts, dreimal Gruppe 4. Die Schiffe, die wegen des Sturms durch den Kanal gefahren sind und nicht um Skagen, sind durch. Es wird wieder ruhiger. Die Vera Rambo hat erstmal freie Fahrt. Die Verkehrslage westwärts, Gruppe 5, Vera Rambo über 17.000. Die Steuerer lösen sich ab und hören zu. Freie Fahrt nur bis Weiche Schülp. Nach Schülp, Gruppe 3, Belume, Breiholz, 12.10 Uhr. Nur ein kleiner Stopper, eine Verkehrsgruppe 3, aber es könnte besser laufen für die Vera Rambo. Okay, ich hau mal eben ab. Ja, ne? Gute Ruhe, Kapitän, bis später. Zur Ruhe kommt der Kapitän gar nicht. Er ist mit dem Maschinisten verabredet. Ein Arbeitsessen. Ersatzteile für die Maschine müssen jetzt bestellt werden, damit sie in 2 Tagen in Hamburg geliefert werden können. Bestellung habe ich alle weg, ne? Ist aber die neue noch mal reingetan. Ja, da aber die da ist, aber die rufe ich nachher noch mal an. Ja. Die Steuerer sind an Bord eingeladen. Genau wie der Lotse. Wenn er Zeit hat. Mahlzeit. Die A7, Autobahnbrücke Rade, jetzt erst um 12:30. Das heißt, Lotsenwechsel hinter Rendsburg erst um 14:00. Auch für Nils Essig hätte es besser laufen können. 17 Uhr zu Hause, das wird nichts mehr. Der neue Lotse für die Weststrecke, Michael Stump, muss erst nach oben. Der Lotsenwechsel findet auf der Brücke statt. So lange hat der auszubildende Lotsenwache. Es gibt 2 Lotsenbrüderschaften, Ost und West. Gemeinsam betreibt man die Lotsenstation Rüsterbergen, ungefähr in der Kanalmitte. Der kleine Yacht dahinter uns, der Weiße, der hat mich eben gerufen, der will nachher vorbei. Ich habe gesagt, er soll nachher noch mal rufen, wenn wir hier durch sind. Ne? Okay. Komm gut zurück. Ja, danke. Ne? Bis die Tage. Tschüss. Jo, tschüss. Ich hab vergessen. Jo, danke. Gute Reise. Jo, danke. Lotsenwechsel im Fahrtgebiet Nord-Ostsee-Kanal. Das ist noch unspektakulärer als zuletzt vor Rauma. Auf seinem ersten Schiff, der Benedikt Rambo mit Fahrtgebiet Algerien, da hatte Benedikt Czehak allerdings so viel Abenteuer, dass er hinterher seinen Helm damit bemalt hat. Das war der Helm, mit dem ich über Bord gegangen bin. In Algerien hatte das einen Wiedererkennungswert. Wenn die Leute mir diesen Helm gesehen haben, wussten sie, ach, das ist der Typ, den Allah gerettet hat. Zu dem sind wir freundlich. Das war auf jeden Fall lebensgefährlich. Mit neuem Lotsen in die Weststrecke also. Auf der Vera Rambo fängt sie genauso an wie die Oststrecke. Lotsenstation Rüsterbergen. Jeder Kanallotse wartet hier auf seinen 2. Einsatz, die Rückfahrt. Erst dann ist Feierabend. Bezahlt wird nach Einsätzen. Überstunden spielen keine Rolle. Die Lotsen sind Freiberufler. Ich schlage immer das linke Bein über das rechte. Und da gehen die Hosen dann irgendwann kaputt. Die hat jetzt auch ihren letzten Tag. Der Operator weiß, wann Nils Essig seinen 2. Einsatz bekommt. Es kommen Schiffe, aber es sind auch noch 2 Kollegen vorher dran. Ich habe mir ehrlich gesagt dieses unregelmäßige Leben etwas leichter vorgestellt, als es dann wirklich war. Das war schon eine große Umstellung. Ich kannte das ja vorher nur, wenn ich zu Hause war, hatte ich Urlaub. Die Vera Rambo hat die Weiche Breiholz erreicht. Mit 3 größeren Entgegenkommern. Aber diesmal bleibt der Kapitän ruhig. Luxemburg.
Schick gemalt. Die Estemar mit Luxemburger Flagge und das andere Schiff aus dem Sammelanruf, die Ems Highway. Eine Begegnung in der Weiche. Viertelstunde verloren, aber ohne Stopp. Die Weiche hat uns aufgehalten. Ich bin etwas mit der Fahrt runtergegangen. Vorher rechtzeitig. Ich habe ein bisschen die Wartezeit auf den Kanal verlegt, indem ich langsamer gefahren bin. Sonst hätte der Kapitän wieder auf der Stelle fahren müssen. Kein Vergnügen mit den alten Holzdalben. Hier beginnt so langsam die Marsch. Ne? Sie haben so im Hintergrund immer noch die Geest. Aber es wird langsam Marschland hier. Ne? Also weit zu blicken und nichts zu lesen. Ne? Hier können Sie montags sehen, wenn Samstag auf Besuch kommt. Die Weststrecke. Es läuft besser. Also in Oldenbüttel werden wir freie Fahrt haben. Aber in Fischerhütte kann ich Ihnen einen kleinen Stauber von 15 Minuten nicht ersparen. Ja, ne, prima, weiß ich Bescheid. Ich gehe einen Augenblick runter. Alles klar. Erstmal gute Ruhe. Ja. Wieder jemand, der ihm gute Ruhe wünscht. Und wieder hat Jürgen Ramke dafür keine Zeit. Papierkrieg, Papierkrieg. Der Kapitän, der im Kanal zur Ruhe kommt, das war einmal. Die Crewabrechnung ist dran. Das macht Ramke auf der Kammer. Unter dem Standard-Sonnenuntergang der Reederei. Danach wird gebügelt. Ohne Spaß. Nein. Kann ich verneinen. Aber leider habe ich noch keinen Dummen gefunden, der das für mich macht. 6 Stunden Passage hat Ramke bis jetzt gezählt. Grünen Deich an der Elbe im alten Land. Knapp 2000 Einwohner, aber der Ort hatte eine Seefahrtsschule. 2002 war Schluss, zu wenig Nachwuchs. Heute sitzt der maritimen Landschaft Unterelbe. Für die macht Kapitän Giese im Ruhestand Führungen. Stabilitätslehrer noch. Erkmann war das. Erkmann, ja. Der war gut, der Mann. Jürgen Ramke hat hier 1980 sein Patent gemacht. Aus dem Seemann wurde ein Nautiker. Im Planetarium lernte man Sterne schießen. Ja, schön. Das haben wir dann, damit es etwas schneller geht, mit 3 Mann gemacht. 2 haben geschossen, einer hat die Daten aufgeschrieben. Ne? Und dann hat man nachher ausgerechnet. Und dann konnte Positionsbestimmung mit Sextant, ohne Satellit, nur der Nachthimmel. So ganz genau war es ja nicht, aber für den Atlantik oder Indischen Ozean war das gut genug. Die Treppe des Grauens. Zu den Klassenzimmern. Es gab ein altes und ein neues. Ja, die Tafel hängt aber da, wo sie hängt. 1,5 Jahre war Ramke hier, auch als der NDR drehte. Ja, dann wissen Sie ja bestens Bescheid. Und die zweite Gruppe, die fährt auf Jupiter, Delta Hotel Oscar Alpha. Eine Folge von Kymo Henriette. Man brauchte Statisten. Und Jürgen Ramke brauchte Geld. Von den Eltern bekam er nichts. Das Ersparte musste reichen. So, Herr Salif, Sie stellen am Funkpeiler mal die Frequenz von Helgoland ein. Und wir gehen zum Radargerät. Jürgen Ramke gleich neben dem Hauptdarsteller. Er war damals 25 Jahre alt. Stellen Sie mal ein Bild. Dann kam man um Fragen und ich habe mich mit als Erster gemeldet und dann haben wir das mitgenommen. Wie gesagt, das wurde ja gut bezahlt. Ne? Es gab ja 60 Mark pro Szene und das war für uns Seefahrtsschüler ja ein Heidengeld damals. Ne? Die Ausbildungsbrücke. Heute ein Museum mit Kartentisch, Sextant und Funkgerät. Da war gut die Aussichten. Da gab es genügend deutsche Schiffe, alles da, was heute ja alles weg ist. Ne? Wir haben ja noch mit. Als ich anfing mit der Fahrt, waren rein deutsche Besatzungen an Bord. 3 Jahre nach der Schule war Ramke Kapitän. Die Rekrutierung aus Niedriglohnländern hatte gerade begonnen. Deutsche Seeleute wurden zu teuer. Am Ende auch Offiziere und Kapitäne. Der Nachwuchs blieb aus. Ich glaube, Uwe sieht einen Radarschirm. Die alten Seeleute drehte der NDR damals auf dem Deich. Ein alter VW-Käfer ohne Heizung. Ein Zimmer am Deich für 180 Mark im Monat. Mit Frühstück und Elbblick.
und die Kollegen aus der Klasse. Treffpunkt entweder hier an der Telefonzelle oder da hinten im Goldenen Anker in der Kneipe. Sonst war hier ja auch nichts. Wenn man was erleben wollte, musste man nach Stade oder Hamburg fahren. Ne? Und nach der Ausbildung die große Fahrt. Das stand fest. Ob nun mit Stückgut oder auf einem dieser modernen Containerschiffe. Wir waren hier voll auf glücklich und zufrieden. Ne? Benedikt Czehak ist im Landurlaub vor allem unterwegs. Man will ja so ein bisschen die Kontakte pflegen. Die meiste Zeit habe ich damit beschäftigt, alte Bekannte und Freunde zu besuchen. Und da bin ich eigentlich die ganze Zeit nur hin und her gefahren. Der Auszubildende muss jetzt zur Reederei. Er bekommt das nächste Schiff. Vera kann wieder sein. Bianca, Beate, Ida. Oder halt jetzt Hanna, aber mit einem ganz großen Fragezeichen dahinter. Alle mit Nachnamen Rambo. Das letzte Schiff während der Ausbildung. Bitte in 400 Metern rechts abbiegen. Abenteuerlust ist schon noch da. Es ist jetzt natürlich alles durch die nüchterne Realität. Ich fahr mal hier lang. Ist das jetzt natürlich alles ein bisschen gedämpft worden. Zum Beispiel, man sieht jetzt letztendlich gar nicht so viel von der Welt, wie man immer denkt. Man sieht nur die Häfen. Jetzt rechts abbiegen und danach zweite links abbiegen in die Straße Schulpatt. Im Schulpatt ist der kleine Stammsitz der Rambo-Reederei in Drochtersen an der Elbe. Hallo, Herr Czehak. Kommen Sie mal rein. Uwe Rottwinkel ist Inspektor und Ausbilder. Nehmen Sie mal Platz. So, und dann soll das wieder losgehen. Ja, was haben Sie für mich? Das sind Sie. Hier ist der Urlaub und aktuell Bianca geplant. Wie war es denn auf der Vera, Rambo? Ich bin auf dem Schiff von meinen Fähigkeiten her am meisten gefordert worden. Okay, das hat mir sehr prima gefallen. Also das ist wirklich ein fetter Pluspunkt für die Vera. Dann gehe ich davon mal aus, dass Sie auch gerne wieder auf die Vera gehen würden, wenn denn ein Platz frei wäre. Wenn ich die Chance hätte. Okay. Kommen Sie gut nach Hause. Ja, machen Sie es gut. Und wir hören dann. Danke. Tschüss. Also wahrscheinlich die Bianca Rambo. Die Vera Rambo passiert die Weiche Oldenbüttel. Kein Gegenverkehr. Kanal 2 mit dem Sammelanruf um 14.45 Uhr. Die Verkehrslage westwärts, Gruppe 5, Vera Rambo über 17.000, Langsamläufer 9,20 Meter. 14.31 Uhr, Oldenbüttel passiert. Nach Fischerhütte, einmal Verkehrsgruppe 3, Carina. Und die nächste Begegnung plant die Lenkung für die Weiche Fischerhütte. Wieder ohne Stopp. Es ist gut, ja. Ich denke mal, Herr Kapitän Ramke wird sich sehr freuen darüber, über diesen glatten Reiseverlauf. Kapitän Ramke ist mit der Crewabrechnung fertig. Kapitänsdiesel. Den brauche ich nicht probieren. Meine Offiziere wissen, wie man Kaffee kocht. Langsam wird die Fahrt nach dem Kanal planbar. So ein Scheiß. Neue Zeiten für Bremerhaven. Ankunft 1 Uhr, Abfahrt 9 Uhr. Vorher war 9 Uhr Ankunft und 13 Uhr Abfahrt. Der Charterer Unifieder reagiert sofort auf den besseren Reiseverlauf. Wir sind Fieder, da ist das nichts festgegeben. Nicht so schön alles, aber lässt sich nicht ändern. Die heutige Seefahrt hat mit der früher nichts mehr zu tun. Ne, früher haben wir Stückgut gefahren, man hat lange im Hafen gelegen. Ne, heute haben sie die bunten Boxen. Das Einzige, was sich hier ändert, ist, sind da blaue Boxen, sind da grüne Boxen. Ne, aber immer Kisten. Und der Kapitän weiß längst nicht mehr, was drin ist. Der Auszubildende ist im Store noch mal mit dem Überfallhaken beschäftigt. Hier so die etwas bleichen Stellen noch mal kurz ausbessern, damit der Captain nichts zu meckern hat. Und abschließend zum Trocknen aufhängen. Hier ist Kanal 2 mit dem Sammelanruf um 15.45 Uhr. Westwärts wäre Rambo, Gruppe 5, über 17.000, 9,20 Meter. 15.06 Uhr,
Nur ein roter Balken heißt, Verkehrsgruppe 5, Vera Rambo, kann fahren. Der kleine Entgegenkommer musste warten. Eine glatte Passage. Inzwischen ist der Sammelanruf West maßgeblich. Die Lenkung teilt den Kanal. Ebenfalls freie Fahrt, Ende der Durchsage. Ein Nautiker allein käme mit den Durchsagen nicht hinterher. Die Wegzeitachse im Westen ist übersichtlich. Ich denke mal, das war's. Freie Fahrt für Vera Rambo. Die Rechnung von Ausbilder und Auszubildender ist aufgegangen. Seit Königsförde passen die Begegnungen für die Vera Rambo. In 3 Stunden ist das Schiff in der Nordsee. Und Sven Krieg? Nee. Richtig wieder zur See fahren? Nein, danke. Feierabend, Familienleben und der Sportwagen. Gibt's alles nicht auf See. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mal eine Reise aus Asien mitzumachen, 3 Monate, oder rüber nach Amerika, USA oder sowas, da die Küste nochmal rauf und runter fahren, und ich würde von meinem Dienstherrn freigestellt werden, dann würde ich das machen, aber nicht als Hauptberuf quasi hier kündigen und wieder zur See fahren. Nein. Holzdorf im Winter. Der Kapitän hat die Liste seiner Frau abgearbeitet und ist auf See. Ina Ramke hat für den Winterzauber die Unterstützung einer Freundin. Die Gäste können kommen. Ja, wenn sie denn mal kommen. Annika ist auch dabei, die Tochter aus Rendsburg. Ja, der Regen macht es jetzt wieder aus immer. Pünktlich um 12 die erste Kundin. Bleibt stehen vor Jürgen Ramkes Bank. Hübsch, gefällt mir gut. Ist schön. Ja, ist echt süß. Hm, gefällt mir gut. Passt auch gut hier oben bei uns überhaupt, dieses Landhaus-Stil. Möbel, Kissen, Decken, Accessoires. Das ist eine sogenannte Abwurfstange. Die wechseln ihr Geweih ja in regelmäßigen Abständen. Und man sieht es daran, dass am Ende noch so wie so ein kleiner Kranz dran ist. Das Geweih ist eine Art Logo bei den Ramkes. Man trifft die Tiere ja auch ständig in Schwansen. Dammwild, Rotwild, bis in den Vorgarten. Ein bisschen unauffälliger, würde ich genau, sagen. Genau. Ja. Das werde ich auf meinen Wohnzimmertisch stellen. Eine Kerze dazu und dann ist gut. Mehr nicht. Um 1 sind auch die Kundinnen aus Eckernförde, aus Schleswig, da. Möchten Sie vielleicht auch ein Gläschen Sekt? Aber so klein. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, da gab es also schon in seinem näheren Arbeitsumfeld doch sehr viele Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Ja, eine Partnerschaft auf längere Zeit. Ich sag ja schon, ziemlich wäre hier mehr so schwarz. 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 Der Winterzauber ist so erfolgreich in Schwansen, dass Ina Ramke längst auch einen Sommerzauber veranstaltet. Für mich hat sich die Frage nicht gestellt, ob das von seinem Beruf abhängig ist, ob wir nun weiter miteinander zusammen sind. Also das habe ich so nicht gesehen. Und wir haben irgendwie dann unseren Weg gefunden. Um 5 ist der Zauber vorüber. Ina Ramke war Bürokauffrau in einem Zeitschriftenvertrieb. Ein Job mit Zukunft. Mit oder ohne Ramazzotti? Mit, bitte. Aber als Annika geboren wurde, hörte Ina auf. Und Jürgen blieb an Land. Es war natürlich schön, dass mein Vater, als ich klein war, viel zu Hause war. Er ist ja nachher erst wieder zur See gefahren, als ich ja so 14 war. Das war schon schön, dass er da war. Damals, also wenn er dann immer 4 Monate und länger unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich so eine Familie gar nicht bauen wollen. Also das war schon echt wichtig. So, Prostchen. Prost. Einen erfolgreichen Tag. Ja. Noch mehr. Lecker. Das Schiff ist da. Nils Essig hat fast 2 Stunden gewartet. Moin. Gut. Ein Speiseöltransporter. Mehr weiß der Lotse nicht. Ich weiß nur, wann er wieder in Kiel sein will.
Nach Kiel auf jeden Fall. Und der Bootsfahrer sagt gerade nach Finnland will er. Good afternoon. Jetzt also wieder zurück. 43 Kilometer bis Kiel, 15 Kilometer pro Stunde. Und der Kapitän ist ein Finne. Wir fahren nach Kalajoki, sagt der Kapitän. Das ist in Nordfinnland, ein bisschen oberhalb vom Hafen Kokkola. A little bit north of Kokkola. Kokkola is the nearest big port. Wenn der Finne morgen Abend an Südschweden vorbei ist, isst Nils Essig beim Elternabend. Das könnte noch klappen, bevor er übermorgen früh wieder los muss. Heute wird es nichts mehr mit dem Abend bei der Familie. Das ist der Entgegenkommer, das sind wir. Das ist die Südseite vom Kanal, das ist die Nordseite. Die Entgegenkommer erkennt man nachts nur am Radar oder an den Positionslichtern oder wenn sie passiert sind. Holden auf Pilot, EVVG, jetzt Großnordsee. Essig bestellt den Seelotsen für den Finnen. Kein Langsamläufer, kaum Wartezeiten, keine Stunde mehr bis Holtenau. Die 9 für die 8 alleine. Nach 12 Stunden ist er wieder in Kiel. Have a safe passage. See you next time. Bye bye. Von 8 bis 8 auf dem Nordostseekanal, aber ein Tageseinsatz, kein Nebel. Und gleich 2 gute Schiffe. Wenn jeder Tag so wäre, wäre super. Eine Stunde bis nach Hause. Als ehemaliger Kapitän ist Nils Essig noch auf dem klassischen Weg Lotse geworden. Der Lotse bedingt dadurch, dass der Nachwuchs nicht mehr da ist. Da ändert sich einiges. Nautiker, die mit Kapitänspatent mindestens 2 Jahre zur See gefahren sind, die wird es in Zukunft nicht mehr geben oder nicht in ausreichender Anzahl geben. Die deutsche Seefahrt stirbt auf eine Weise aus. Und Lotse wird zu einem Ausbildungsberuf an Land. Es ist 9:30. Wie war es in der Schule heute, Hugo? Total gut. Ja? Aber Frau Franke war heute nicht da, die war krank. Wir hatten heute Vertretung. Na, dann hat sie ja die Mathearbeit auch noch nicht zurückgegeben. Ja, leider. Und so, Jungs, es ist ja wirklich schon spät. Morgen früh ist Papa auf jeden Fall zu Hause. Das ist schon mal gut. Dann können wir wieder zusammen frühstücken. Ja. Wiebke Essig ist gelernte Krankenschwester. Sie arbeitet stundenweise, dann, wenn die Jungs in Schule oder Kita sind. Es ist oft auch so, wenn ich mit den Kindern alleine bin, läuft es runder. Weil man ist ja auch als Paar nicht immer einer Meinung. Und wenn dann natürlich der Papa nach Hause kommt, möchte er natürlich auch miterziehen und mitwirken. Entweder ich bin da und kann mitwirken. Oder ich bin eben nicht da und kann nicht mitwirken. Da gibt es manchmal schon kleine Meinungsverschiedenheiten. Aber das ruckelt sich dann wieder zurecht. Am Rand des Hamburger Containerhafens liegt der Seemannsclub Duckdalben. Die Seeleute werden mit Shuttlebussen von den Terminals abgeholt. Im Duckdalben warten Billard, Karaoke, ein Raum der Stille und kostenloses WLAN. Benedikt Scheerhack ist mit dem Zug aus seiner Heimatstadt Köln gekommen. Gleich das letzte Schiff in der Ausbildung, wenn der Bus soweit ist. Scheerhack ist später dran als geplant und es wird nicht die Bianca Rambo. Ja, das lag jetzt daran, dass ich kurz vor dem geplanten Bordeinsatz krank geworden bin. Und deswegen haben sie mich jetzt quasi erst 2 Wochen später der Vera zugeteilt. Und ja. So geht's jetzt. Genau, die Vera Rambo. Noch einmal 3 Monate, dann der letzte Schulblock, die Prüfung und Scheerhack ist fertiger Schiffsmechaniker. Klar, man sieht viel von der Welt einerseits, aber andererseits auch wieder nicht, weil man sieht nur die Häfen, die Küsten, das Meer. Gerade
bei eher eintönigen Fahrten oder langer Liegezeit am Ankerplatz, dann ist natürlich nur Alltag und sonst gar nichts. Kein Abenteuer. Die Vera also. Der Überfallhaken funktioniert noch. Das ist jetzt auf dem C-Deck. Vorher war ich auf dem D-Deck. Das ist quasi eine Etage höher. Abfahrt in einer Stunde. Hamburg, Brunsbüttel, Finnland, Hamburg. Ich will die Seefahrt nicht komplett also nicht ganz abschreiben, aber halt jetzt erstmal habe ich von Schiffen die Schnauze voll. Arbeitsbeginn 20 Uhr. Im Nordostseekanal unterquert die Vera Rambo die zweite Autobahn, die A23. Acht Stunden hat Rampke bis jetzt gezählt. Es könnte eine wirklich gute Passage werden. Die Zeitersparnis ist natürlich enorm. Ne? Wir gewinnen mindestens 24 Stunden hier durch. Ne? Bei 6-mal im Monat. Ne? Das sind ja 6 Tage. Das heißt für uns, wir machen mindestens 7-8 Reisen im Jahr mehr. 24 Stunden schneller als um Skagen. Und auch bei Nordseestürmen ist der Kanal ein Schutz. Für große Schiffe kann er aber auch zur Falle werden. Auf der ganzen Weststrecke greift der Wind an. Auch deshalb ist er im Westen so breit. Hier haben wir natürlich bei der Hochbrücke Hochdonn noch mal eine Schmalstelle, weil auch da die Stützen nicht verändert werden können. Das ist für uns nicht ganz so interessant, weil wir ja Verkehrsgruppe 5 sind und keine Entgegenkommen haben, also keine großen Entgegenkommen. Seit 2000 ist die Weststrecke 162 Meter breit. Die Brücke ist von 1913. Vera Rambo im Kanal, Stunde bis zur Schleuse und dann einen Kollegen Richtung Sie, bitte. Auch die Vera Rambo braucht einen Seelotsen. Von Brunsbüttel bis Elbe 1. Das war's schon. In der Nordsee. Hier bin ich schon als Schulkind mit Fahrrad lang gefahren. Vom Schulfreund, den seine Eltern hatten, Campingwagen da. Und da sind wir auch hingefahren. Von Brunsbüttel. Hier an der Schleuse ist das ehemalige Brunsbüttel Koop. Und ich komme direkt aus Brunsbüttel-Ort, aus dem alten Ortskern. Ja, ganz großer Unterschied. Ne? Wir sind echte Brunsbüttler, das andere sind Nachgemachte. Eine knappe Stunde vor Schluss der Passage, die letzte Kurve. Da hinten ist die Elbe, ist Brunsbüttel. In der Jakobuskirche wurde Jürgen Rampke konfirmiert. Eine Kindheit in Brunsbüttel. Da war die Bushaltestation und da sind wir als Schuljungs von den Bauern abgeholt worden zum Rübenverziehen. Ne, und die kamen mit Trecker und Anhänger hier angefahren und dann ging, sagte er, wie viele Kinder er mithaben wollte und die gingen dann drauf auf dem Hänger und dann wurde man zum Feld gefahren. Ne. Damals war die ganz weit weg, die Seefahrt. Das Elternhaus. Der Vater auf Montage, die Mutter oft auf dem Feld. Das ist Konfirmationsfoto bei uns vom ein Elternhaus vom Eingang. Ne? Drei Geschwister hat Jürgen. Die Rampkes bewohnten die obere Etage. 50, 60 Quadratmeter. Also wir haben hier im linken Zimmer hier oben unter der Dachschrägen. Das war vielleicht 2 Meter, maximal 2,50 Meter breit. Da haben wir beiden Jungs drin gewohnt. Ne? Und dann ohne Heizung. In der Querstraße wohnte dieser Junge, mit dem Jürgen Rampke eigentlich nur lose befreundet war, Bernd Schmidt. Der hatte die Idee. Bernd Schmidt und ich sind zusammen zur Schule gegangen. Und er ist als erstes zur See gefahren, in den Sommerferien 68, und kam so begeistert wieder. Und da habe ich gesagt, in den Winterferien komme ich mit und gucke mir das an. Mit 14 wird Jürgen Rampke klar, wo Brunsbüttel liegt. An der Elbe, am NOK. In den Winterferien steigt er ein auf einen kleinen Holztransporter. Es geht nach Schweden und zurück. Wir waren ein tolles Team eigentlich da an Bord. Mein Schulkollege Bernd Schmidt, ne, und noch so einige hier aus dem Dorf, die dann ein bisschen älter, ein bisschen jünger waren. Wir haben alle dieses Schiff besetzt.
Marianne Weber. War 56 Meter lang, 9,20 Meter breit, 3,60 Meter Tiefgang. Ne? Die Vera Rambo ist 168 Meter lang, 26,80 Meter breit und hat heute 9,20 Meter Tiefgang. Hier Kanal 1, Vera Rambo, schönen guten Abend. Ja, jetzt Kudensee durch und einmal eine Schleuse nach draußen, bitte. Ja, die Backbord alleine. Neunord, Backbord alleine, besten Dank, gute Fahrt noch. Besser kann es nicht laufen. Wir kommen an, haben eine klare Schleuse, gehen mit der für das Schiff richtigen Seite ran. Alles bestens. Raffinerien, Chemieindustrie, der Elbehafen, das neue Brunsbüttel. Das Dorf Brunsbüttel-Ort liegt heute am Rand. Die Schleuse ist vorbereitet, die Kammer sogar schon offen. Schluss für die Steuerer. Das Manöver fährt der Kapitän. Die Passage ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir kommen in 10 Stunden mit Schleusen durch. Das ist eine gute Zeit. Für einen Langsamfahrer dieser Verkehrsgruppe ist das eine gute Zeit. Ganz gut gelaufen. Mit 12 Stunden hat Ramke gerechnet. Mehr Lob für die Kanallenkung geht nicht. Wenn du das Schiff in der Weiche anklickst, kriegst du die Durchschnittsgeschwindigkeit da, vom gesamten Kanal. Von 97 bis 10,8 km/h gelaufen. Das ist doch auch vollkommen okay. Ja, gut geplant. So, das war's. Vera Rambo läuft in die Schleuse ein. Die brauche ich nicht mehr. Kaffee. Ohne Kaffee geht nichts in der Lenkung. Halbzeit für die Steuerer. Dann geht's zurück nach Kiel. Das ist die Erivorg, ein holländisches Containerschiff. Tschüss, schönen Feierabend. Danke. Schönen Dank. Wenn ich jetzt darüber nachdenken sollte, dass ich das 40 Jahre lang machen sollte, unter den jetzigen Voraussetzungen, nein. Weil die Zukunft ist nicht da. Ne? Der Job ist hochinteressant. Ne? Aber wie gesagt, die Zukunftsaussichten sind so mies. Nein, danke. Ne? Die Seelotsen sind an Bord. Die Schleusenausfahrt kann beginnen. Wir warten noch auf die Anweisung. Aber die Gangway-Wache braucht erst ein Kommando. In 6 Stunden Bremerhaven, morgen Abend Hamburg. In 2 Jahren hört Jürgen Ramke auf. Wenn die Reederei dann keinen neuen deutschen Kapitän findet, wird ein anderer die Vera Rambo fahren. Durch den Nordostseekanal.